Wieder einmal nehme ich Sie mit an den Nord-Ostsee-Kanal, hier nach Hohenhörn. Einsam zieht eine Fähre ihre Kreise über den Kanal. Benutzt wird sie von Bauern, die jetzt ihre Silage auf die Felder bringen. Der Nord-Ostsee-Kanal zurzeit wird von 40% weniger Schiffe befahren. So sieht man auch die Krise in Schleswig-Holstein. Beobachtet wird diese Krise von mehr oder weniger einsamen Anglern am Kanal und von Andra und Franziska, den Stipendiatinnen des Deutschen Bundestages aus Lettland und Frankreich, die mich begleiten. Auch hier zum Informationsstand nach Vrist. Hier werben wir wenige Tage vorher noch einmal für Ulrike Rodust, unsere Kandidatin, und für die Europawahl, die am Sonntag stattfindet. Die ist wichtig für uns und auch für die Jüngsten von uns. Sonntag ist Europawahl. Gehen Sie hin. Es ist gut für alle.